Und einen wunderschönen Morgen wünscht der Morad und willkommen zurück bei Gothic 2, die Nacht des Raben. Herzlich willkommen. Ja, wo haben wir das letzte Mal aufgehört? Wir haben hier im oberen Viertel der Hafenstadt Korinthes aufgehört, als wir hier noch versucht haben, dem Richter einen netten Besuch abzustatten, um zu schauen, ist er denn noch da, wie reagiert er darauf, dass wir ihn verraten haben, dass wir ihn bei Lieferpads haben. War ihm anscheinend ziemlich egal. Also, und außerdem haben wir uns noch Gedanken gemacht, wo könnte denn ein Geschicklichkeitsamulett plus 10 sein, weil wir ja nur das von Franco tragen, wo uns 4 Geschick und 4 Stärke gewährt. Und da habe ich mich natürlich schlau gemacht, etwas recherchiert und festgestellt, dass man sich's nicht käuflich erwerben kann. Und wir als Söldner auch keinen leichten Zugang dazu haben. Außer wir machen eine besondere Quest, die wir auf dem Hof annehmen müssen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, haben wir den Teleport zum Hof angelegt? Burg, Taverne, Xardas, Hafenstadt. Ne, wir haben ihn nicht angelegt, dann müssen wir das ändern. Und, wie viele Goblinbären haben wir? Eine. Das heißt, wir bräuchten noch 4 Geschick. Ich habe halt mega Bock auf das Geschick, weil, wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, haben wir ja einen wunderschönen neuen Bogen gekauft, den Knochenbogen. Und den können wir mit 120 Geschick können wir den tragen. Und wir haben ja 115 schon. Das heißt, es wäre eigentlich eine Verschwendung, ihn nicht zu tragen. So, was haben wir zu Xardas? Wir wollen jetzt erstmal nicht zu Xardas. Das heißt, wir können zum Großbauern. Beim Großbauern treffen wir nämlich einen, naja, wie sagt man's, alten Kollegen aus den Anfangsfolgen wieder. Der uns damals doch sehr, wie sagt man, er hat uns sehr zugesetzt, aber nicht körperlich, sondern emotional, weil er uns als Kameraden schon bezeichnet hat, der Arsch. Obwohl er unsere ganze Kameraden verarscht hat, machst du noch was anderes außer zu rauchen, ne? Das ist mir, wie gesagt, wurscht. Erstmal sein Geldbeutel stehlen, so. Vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen mehr ins Gespräch. Ihr habt den Eindruck, hier fehlen einige Söldner. Klar, das ist doch so. Sevio ist über alle Berge und hat die halbe Mannschaft mitgenommen. Mir egal. So habe ich eine größere Chance, bei Lys Jungs was zu werden. Mir fehlt nur noch der Knaller. Wenn ich besser bringen könnte, dass ich ein richtig harter Kerl bin, könnte ich vielleicht sogar zu Lys Leibgarde aufsteigen. Okay. Wie soll das aussehen? Ich weiß nicht genau. Irgendeine Ork-Trophäe wäre nicht so schlecht. Sowas wie ein Zeichen der orkischen Anführer oder so. Eine Standarte, ein Armreif oder Ring oder ähnliches. Mit sehr viel weniger kann ich hier keinen Eindruck schinden. So viel ist schon mal klar. So. Jetzt ist natürlich die Frage, orkische Anführer, hat er damit Hoshback gemeint, wo wir schon vor etlichen Folgen gekillt haben? Wer weiß. Das heißt, wir müssten da oben nochmal alles absuchen. Und das heißt wiederum, dass wir zurück ins Minental müssen. Passt zum Minental. Ja, wir müssen aber zu Pass in Korinthes. Haben wir auch irgendwas zu erledigen? Hier. Ich denke nicht. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wann kommen wir ins nächste Level? So. Ja, 10.000 noch. Da hätten wir 16 Lernpunkte. Okay. Wollen wir jetzt die. Haben wir denn die Lernpunkte? Okay, interessant. Also das heißt, wir könnten im nächsten Level gleich einmal Bogenschütze skillen. Sehr nice. Das ist eine gute Idee. Ich möchte eigentlich ungern nochmal was in Geschick reinhauen, weil unser Bogenskill muss noch ein bisschen nach oben. Also seht ihr, wir treffen oft nicht. Und ich weiß nicht, wann sich das ändert. Wenn wir halt mal ein gewisses Level haben, also auf 70, können wir auch die Steintafeln benutzen. Das lohnt sich dann halt schon mehr, also deswegen gucken wir, dass wir jetzt noch hier 30 Punkte irgendwie zusammenkratzen können, zweimal auf Bogen geskillt, dann natürlich die Steintafeln reinballern und dann müssten wir schon fast auf 80 sein mit dem Bogenskill und dann lohnt sich das halt, das ist halt schon eine super Sache. Und dann hoffentlich machen wir dann auch mehr Damage und natürlich größeren Distanzschaden. Vielleicht treffen wir dann mal mehr, das wäre natürlich auch eine super Sache. So ein Ding, was mich noch ziemlich nervt, dass wir auch sehr auf nahe Distanzen eigentlich nichts treffen. Oder in ungünstige Situationen, wo es eigentlich drauf ankommt, nichts treffen.
Ja, das ist ein bisschen nervig, aber dem können wir hoffentlich entgegenwirken. Des Weiteren sieht der Bogen, den ich habe, einfach geil aus. Es sieht einfach, kann man nichts sagen. Style Need. Passt zum Mental. Burg haben wir noch drin, oder? Zur Burg. So, Auge Innos ist schon wieder geheilt. Das heißt, da müssen wir uns keine Gedanken machen. In der Burg haben wir soweit auch alles abgefäschert. Oh, was wir auch noch machen können, was wir noch nicht geguckt haben. Es ist doch ein Kollege von ihm hier mitten zum Orkwall vorgelaufen, zu den Palisaden. Da könnten wir auch noch danach gucken, was aus ihm geworden ist. Weil der ist doch bestimmt schon ganz krank vor Sorge. Deswegen gucken wir uns das auch mal an. Also wir laufen einfach mal geradeaus vor zu den Palisaden. Vielleicht findet man ja gleich. Das wäre natürlich vorteilhaft. Da hätten wir die Quest nämlich auch schon abgeschlossen. Aber ich befürchte das Schlimmste von ihm. Also ganz ehrlich, wer hier die Dunkelheit in die Ork-Palisade reinläuft, der hat meistens kein glückliches Leben mehr. Oh, da drüben scheint er schon zu liegen, oder? Das scheint doch schon zu sein. Das ging aber schnell. So, jetzt haben wir natürlich dieses Problem mit dem Elite-Ork. Wie machen wir den am besten platt? Treffen wir den von hier? Ah. Der hat natürlich auch eine fette Rüstung. Hier war halt ein optimaler Punkt. Ah, okay, wir haben ihn getroffen. Sehr gut. Bleib stehe. Ist halt ein optimaler Punkt, uns den zu schnappen. Treff jetzt. Okay, sehr geil. So läuft es doch. Da. Salutschuss für den toten Paladin. Können wir den hier looten? Orkisches Kriegsschwert. Okay, wir können looten. Goldener Ring. Ist aber kein Ring von dem Orkanführer. So. Gucken wir uns den doch mal an. Shit. Stirb! Fuck, okay. Ah, da haben wir gerade gekrittet. Das kam ja uns gar nicht so ungelegen. Okay. Senkrad, der gute Senkrad. Aber Alter, was hat denn der alles hier? Grober Zweihänder, Schwert, schwerer Ascht, Sichel, Schürhaken. Senkrads Armbrust. Okay, Bolzen, Heiltrank, Haranamana, Snapperkraut, Feuerring. Stärkebonus plus 10. Mhm. Alter, war dafür, dass er eigentlich ein demütiger Diener Innos ist, hat er schon sehr viel Loot dabei gehabt. Muss man mal ganz ehrlich sagen hier. Da gehen wir gleich mal zu. Nehmen wir gehen erstmal zu Hoshback. Könnte das die Standarde sein? Nein, das ist einfach nur ein kaputter Riesen-Zweihänder. Nimm die gute Zweihänder entweiht. Sauerei! Alter, könnte da was drin sein? Alter, ganzes Bataillon Orks, ich geht. Uha. Ork-Elite. Ork-Anführer. Wo könnten Ork-Anführer sein? Also es fällt mir echt nur Hoshback ein, weil er ja auch so als Anführer tituliert wurde. Maybe. Vielleicht haben wir einfach was übersehen, was wir nicht mitgenommen haben. Irgendein Ring? Oder vielleicht können wir da noch was aufheben? Ich weiß es nicht. Da gibt es dann nochmal an sich einfach nur ein Ork, der Ork-Anführer heißt. Das wäre natürlich die einfache Version. Da ist zum Beispiel, was weiß ich, Kriegsflagge. Also weg sein könnte, müssen sie auf jeden Fall gelootet haben können, falls es Hoshback gewesen wäre. Konnten wir aber nicht. Und vielleicht im Zelt hier was liegen lassen? Nee. Also Hoshback war es schon mal nicht. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir an einen Ork-Anführer? Um dieses Amulett zu tragen. Wir müssen eigentlich jetzt sowieso nicht hier hin. Oder doch?
Aber ein bisschen in die andere Richtung. Wir müssen nämlich zur alten Burg. Da soll sich nämlich nochmal ein Drache befinden. Das können wir eigentlich auch machen. Wir sind ja hier in der Nähe. Mal gucken, wie wir es am besten. Wir müssen ja eigentlich hier hoch. Aber da kommen wir zum anderen Drache. Ah, wie ist denn der Weg? Hier links über den Fluss. Über den Fluss. Okay. Wahrscheinlich den Weg, wo wir gerade gekommen sind. Ach komm, wir trinken mal einen Geschwindigkeitstrank. Dann geht die Sache hier ein bisschen schneller. Voran. Da, da. Okay. So. Also hier über den Fluss und dann rechts lang. Immer weiter dem Weg folgen. Oh Gott, nervt mich bloß nicht jetzt, ich habe keine Zeit für sowas. Bin ja echt gerade im Teig. Wir hören hier einen reisenden Fluss. Okay, dann wahrscheinlich hier wieder rechts über die Brücke. Haha, Alter, hätte ich mal ausgetrickst. Okay, was geht hier ab? Alter, okay, was ist hier los? Shit. Shit, aber alles sieht das cool aus hier. Okay, der hat uns erwischt. Scheiße, das war's mit dem Geschwindigkeitstrank. Also, das war auf jeden Fall falsch. Wir müssen weiterlaufen. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Ah, da sind wir da gerade geil ausgewichen. Ey. Episch. Ah, wenn ich einmal reich wäre. Nope, Feuerwarane möchte ich nicht haben. Nur die normale Warane. Auf welchen Ork habe ich dann geschossen? So. Die Feuerwarane müssen wir ausweichen. Triff, triff! Triff doch jetzt Quellix. Ah, ist nix. Oh, geil, okay. 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 Aber auch nur, weil er zurückgewichen ist. Hätte der uns erwischt, Alter. Der ist ja verbrutzelt, der Typ. Okay. Okay. Mit der Fauna geht's hier gerade richtig ab. Ah, da ist ein Steintafel. Die müssen wir uns aber holen. Bleib zurück! Lass mich doch von dir nicht verbrutzeln, ey. Ah, wir könnten mal ein Licht sauber wirken. Ah, brauchen wir Mana. Erwecken Mana möchte der Herr. Bitteschön, bitteschön. Und dann nochmal heiliges Licht. Heiliges Licht! Zeige mir den Weg. Steintafel, was haben wir denn da Gutes? Bam. Bogenschütze. Bogen. Ah, zweimal Bogenschütze. Sehr geil. Ah, das kommt mir gerade gelegen. Ist sonst noch was? Vielleicht das Zeichen eines Ork-Anführers? Nee. Nee, ist uns leider nicht vergönnt. Aber wir gucken einfach mal ein bisschen weiter hier. Nope, hier ist nix. Alles klar, gut, dann gehen wir wieder weiter. Ah, wie gesagt, Leute, dieser Sprung hat sich einfach echt gelohnt. Das ist so episch, mit rumzuspringen. Leider kommt er halt nur mit Geschick. Das heißt, wenn man halt auf Stärke spielt, kriegt man die 100 Geschick auf jeden Fall nicht voll. Und bleibt einem der Sprung halt verwehrt. Sehr, sehr schade. Auch mal eine Mischung aus Stärke und Geschick spielen, ob das klappt. Weil dann hat man ja mehr Waffen, also dann kriegt man mehr Schaden und man kann die fetten Waffen eigentlich so tragen, die 120er. Echsenmensch, Echsenmensch.
ich finde es halt geil, dass die einfach kein Problem sind mit dem Bogen. Und wenn wir dann noch den besseren Bogen haben und besser treffen, oh, dann Gnade ihnen, Inos! Da haben die keine Chance mehr, haben sie verloren. Aber komisch, das macht ja echt keinen Sinn, weil die Warane, die haben ja eigentlich so eine dicke Haut. Das war ja schon immer unser Problem, dass wir da mit dem Bogen nicht so richtig durchgekommen sind. Aber die Echsenmenschen haben auf einmal keine dicke Haut mehr. Also ist da irgendwas schief gelaufen. Wahrscheinlich haben sie das Aussehen der Echse, aber die Haut eines Menschen, die haben sich irgendwie mit Warane gepaart, also mit Feuerwarane wahrscheinlich. Alter! Darum trifft er. Ey, komm, ganz ehrlich. Was war denn das hier für eine peinliche Vorstellung eigentlich? Echsenschwert. Alter, das ist ja mega peinlich, ey. Geht ja gar nicht. Jetzt müssen wir das alles erstmal wieder reinholen. Ja, wir haben einen Haufen kleine Tränke. Machen wir die mal weg. Und 10 Bögen, warum wir auch immer 10 Bögen haben. Oh, 1804 Pfeile. Das ist natürlich sehr geil. Da sind wir erstmal ein bisschen versorgt. Ja. Holen wir uns den mal ran. Sehr, sehr nervig. Es trifft doch Jogge. Okay. Das auch. Heilwurzel, die gute Heilwurzel. Ja, was ist hier? Müssen wir rechts oder links? Wahrscheinlich rechts, weil da am Echsenmenschen stehen. So ist rechts. Okay. Aha, da. Okay, die kommen von links und rechts. Jetzt einmal von links. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, der hat sich aber gut getarnt gehabt. Der wäre echt ein bisschen sneaky im Gebüsch. He's hiding in the bush. Ey, da erwartet uns ja gleich ein Feuerwehrmann, okay. Okay, aber so viel Damage macht er gar nicht mehr. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Schwache Leistung. Okay, gucken wir mal, was hier so ist. Was wir erkunden jetzt hier mal. Natürlich, dann wenn man sich so beschließt, das abzubrechen, das Schießen, dann kommt er natürlich. Ah, scheiße. Fuck. Jetzt müssen wir mehr Distanz genießen. Dann regen wir uns nochmal ein bisschen. Vielleicht wird es dann besser. Alright, 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 alright. Noch einmal und dann machen wir nochmal dieses Lichtle an. Damit uns auch ein Lichtlein in dieser schweren Situation aufgeht. Wie sieht's hier aus? Das sind 3 Echsenmenschen. Da sind 3 Echsenmenschen. Gucken, ob wir das. Okay, das war natürlich. Sehr geil, dass wir gleich getroffen haben. Ich hab grad gedacht, die teilen sich nochmal auf und dann sind da auf einmal 4 Echsenmenschen. Okay, oh Gott, das hätte mich jetzt echt ein bisschen gemindblowed. Aber hat ganz gut funktioniert. Jetzt können wir mal gucken, was hier drin ist. Aber erstmal speichern, wer weiß nie, vielleicht haben sie sich hinter dem Eck nochmal versteckt. Ah ja, okay. Es könnte diese Höhle aus Gothic 1 sein, in der dieser Bluthund drin ist. Kennt ihr das? Also wenn man Vorrichtung Burg läuft, gibt es ja auch einen Haufen Bluthunde. Und dann gibt es auch diese eine Höhle. Ah ja, da ist ein Ring. Eine Armbrust. Eine fette Armbrust. Mit die beste Armbrust in Gothic 1, meiner Meinung nach. So vom rein optischen her. Mhm. Links, rechts, links, links. Links, rechts, links, rechts. Ja, und das könnte dieser Special Raum sein, wo man auch den Hammer findet. So, was kann der Ring? Also, graviert er hin. Nope. Nope. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Der könnte sein. Ring der Geisteskraft. Ja, das war der Ring mit dem Leben. Ich glaube, entweder der Ring der Geisteskraft oder der Ring mit dem Lebensbonus. Ah, nochmal eine Spruchrolle. Sehr gut. Oh, gut. Oh Gott, oh Gott. Dann tun wir uns das Ganze nochmal an. Was ist hier noch? Ah, hier sind noch Sachen, ey. Hätten wir ja glatt liegen lassen.
So, Trank, Trank, dann hier ein Langschwert, eine Schatulle noch. Kalle, du brauchst ja nicht mehr. Schade. Okay, dann recken wir uns nochmal kurz, weil das warten nochmal 3 Echsenmenschen auf uns. Mal etwas größeres Reimpfeifen, genau. Hier, und die Kleine noch. Nochmal ein. Sehr gut. Alles klar. Dann probieren wir unser Glück doch mal. Aber diesmal wieder mit gebührendem Abstand von denen. Lass mal ein bisschen Zeit hin zum Schießen. Ah, wer könnte als erstes voranlaufen, der... Nur noch treffen. Oh Gott, das heißt, es kommen noch mehr. Von rechts. Ja, da kommen sie, da kommen. Alter, was war das jetzt für eine Arschlochnummer gerade? Ohne Witz. Jetzt mal ohne Scheiß. Alter. Oh Gott, da habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass die gerade in dem Moment, wo wir eh schon am Arsch sind, nochmal ihr Alpha-Team losschicken. Das ist natürlich dann ganz speziell von der Seite gekommen. Da sind wir halt falsch gestanden, dann müssen wir hier zurück. Ja, dann schnappen wir uns die von hier. Nur noch treffen. Ach Gott, die kommen trotzdem. Oh ne, da kommt's Alpha-Team schon. Weg mit dir, Viecher! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott. Was war denn das bitte? Oh Gott, Alter, Alter. Das ist ja aber jetzt auch schon fast in die Hose gegangen. Oh Mann, hey, da machst du was mit. Dieser Weg zum Drache ist echt ein sehr, sehr steiniger. Und dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird so steinig und schwer für uns. Nein, nein, Xavier Naidoo ist ein ziemlicher Volltrottel. Den will ich jetzt hier nicht zitieren. Der hat es nicht verdient, in meine Videos aufzutauchen. Nein, nein. Wir sind ja ein seriöses Medium, ein seriöses Gothic-Medium. Ich möchte nicht, dass ich hier meine Sponsoren aufgrund von, was weiß ich was, von mir abwendet. Oh Gott, ey, nein, 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 nein. Da machen wir jetzt kein Fass mit auf, ey. Mit Trottel haben wir es genug zu tun in solche schwierigen Zeiten. Zum Beispiel hier, wir haben es mit genug trottelige Echsenmenschen zu tun. Wobei, man muss ja sagen, damit haben sie schon recht mit den Echsenmenschen. Man sieht es ja hier am besten im Gothic, dass die Echsenmenschen unter uns wohnen. Ah, da hinten war ein Steinkohle. Stufenausstieg. Ah, geil, okay. Es ging doch einfacher als gedacht. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Ich wette mit euch, wir sind einfach den komplett falschen Weg gelaufen und sind jetzt irgendwo, aber nicht da, wo wir hin wollten. Oder? Was sagt denn die Karte? Ah doch, wir sind schon richtig. Irgendwie. Gucken wir, ob wir uns den Steinkohlen schnappen können. Nee, aber eigentlich, laut unseren Erfahrungen im Dings, sollte ja gar nicht so schwierig sein für uns mit Bogen. Weil unsere Pfeile ja auch klirren, genau. Mhm. Ich mach einen Trank. Feuerwürze. Unten ist noch Xardas alter Turm. Wer kennt's noch, wo unten drunter das Geheimversteck war? Aber ich glaube, der müsste jetzt zu sein. Feldknöderich. Und da sind wir noch. Nur Feldknöderich. Wo war er hier? Okay. Ist natürlich die Frage, wo müssen wir langlaufen? Wir müssen eigentlich in die Richtung. So ganz blöd gesagt. Das heißt, wir sind eigentlich den Weg wieder zurückgelaufen, okay. Frage ist, sollten wir irgendwann Xardas Turm nochmal ausräumen? Also gucken, ob man da rein kann, aber soweit ich mich halt erinnern kann, ist da nichts. Alter, die verstecken sich jetzt schon im Nebel oder sind das ihre eigenen Ausdünstungen? Oh, es sind glaube 3. Alter, okay, jetzt haben wir gerade gekrittet. 2 sind's. Die wollten sich echt irgendwie im Nebel verstecken. Ist hier noch was? Nee. Ah, aber muss es auch dunkel sein. Jetzt könnte es auch so schön Tag sein. Wir sind fast in der Burg. Oh
Gott, das sind wir mit. Nein, nein, nicht da hoch. Oh, Scheiße, natürlich treffen wir. Jetzt, wenn wir nicht treffen sollen, treffen wir natürlich gleich. Ah, was ist denn das für eine Scheiße? Ohne Witz. Gerade jetzt, wenn man nicht da oben hintreffen soll, trifft man natürlich. Ach, durchgehen, feuern. Trommelfeuer! Dann. Okay. Regnet's jetzt? Ja. Klar, komm, fang halt an zu regnen. Kommt's irgendwie so vor, als ob dieses Licht nicht so hell ist, wie ein richtiger Lichtzauber. Aber ist halt umso. Kostet uns halt keine Spruchrolle mehr. Frage ist, sind da oben noch welche, die uns angreifen? Ja. Ja, ja, da kommen sie. Okay, aber die sind schon geschwächt durch uns. Haben wir da schon hingeschossen, getroffen? Okay. Wahrscheinlich doch den Fall. Clever, clever. Das war natürlich alles ein Plan unserer Taktik. Steht da, ich wollte ja mit Absicht die da runterlocken, dass sie Fallschaden kriegen. Aber genau ist nur so viel, dass wir auf jeden Fall noch die EP abgreifen können. Das war natürlich von Anfang an mein Plan. Heilwurzel. So. Gut, dann gucken wir uns den Bims da oben noch mal an. Was wartet denn noch? Sind da jetzt Harpien, die uns erwarten? Nein, aber ein Steingolem. Klassiker halt. Oh, nein, 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 nein. Alter. Also war hier ein bisschen arg dämlich von uns, würde ich mal sagen. Aber er wollte wieder so cool aufstehen. Laufen durch die Nacht. Okay, schlechte Schussposition. Jetzt hat er natürlich keine Chance mehr. Okay, er hat gelernt. Er ist ausgewichen, okay. Es lernt. Füllen wir gleich mal unsere Mana auf, falls wir ganz spontan einen Dämon beschwören müssen. Habe ich den noch dran? Ja. Dämon ist noch ein Mann. Sehr geil. Oh, wir hätten ja schon fast hier wieder voll unsere halbe Stunde. Das gehört aber auch nicht. Wir sind ja gerade mal kurz vor der Burg. Alles nur, weil wir keinen Ork-Anführer gefunden haben. Ja, okay. Echsenmenschen und Golem vertragen sich. Sie lernen. Sie organisieren sich im Kollektiv, haben ein gemeinsames Ziel, den gemeinsamen Glauben an Belia. Ich verstehe es gar nicht. Also gerade so Steingolems sollten ja eigentlich eher für Adanos sein, weil er angeblich so dieser Gott für die zwischenmenschliche Manifestation ist. Das heißt, er entscheidet quasi, was auf die Erde kommt und was nicht. Und Innos und Belia halt eher so abgehoben. Scheiße, was ist denn hier los? Ist eher so abgehoben, weg ist von uns. So wie man es halt kennt von Götter, die sind eher weg. Okay, muss ich die Harpien jetzt da runterballern irgendwie? Fuck! Ah, fuck, wo kam der jetzt her? Mensch, diese Dunkelheit, die nervt! So, ohne Scheiße, warum kann es nicht einfach Tag sein? Jedes Mal, wenn wir losziehen, muss es immer verschissen nochmal dunkel sein, hey. Das kann doch nicht wahr sein. Naja, komm, jetzt gib dir die mal hinter die Binde. Nummel, schneller! Schneller, Jockey! Mann. Wie sagst du, da machst du was mit? Ja, nimm halt mal das auf. Und jetzt ballern wir mal die Harpien runter. Komm, aber jetzt muss ich ja treffen. One-Shot! Oh Gott, ey, da machst du was mit. Oh, jetzt müssten wir fast in der Burg sein, so. Dann müssten wir bei uns noch durch die Burg durchkämpfen, um überhaupt eine Chance an eine Drache zu kommen. Da liegt irgendwas. Da liegt ein Steingolem, habe ich im Visier schon. Ne? Echsenmensche. Oh Gott, gibt's denn da irgendwo ein Bett, wo ich mich nachlegen kann, dass es wieder dark ist? Jetzt kümmern wir uns mal um eine Seite.
Ach Mann, jetzt kommen gleich die Echsenmenschen. Ach komm, ey, komm. Ah. Was visiert da auch den Steingolem am anderen Eck? Den Echsenmensch am anderen Eck des vom Gang an, ey. Ja, wo bleibt er jetzt, der Echsenmensch? Das sind ja nicht kompatibel miteinander. Ja, den holen wir auch noch aus seinem Versteck, ich sag's euch. Komm her. Arschloch, ey. Ja, ich würde fast sagen, wir machen jetzt gleich Schluss. Dann ist das nämlich auch geputzt für heute. Sammeln wir hier mal alles ein. Gute, rechte Tränk. Genau, und auf der anderen Seite. Hier ohne. Ah, wir sehen mal noch den Echsenmensch an, der ist nämlich weg. Ah, so gefällt mir das schon besser. Alles klar, gut, dann würde ich sagen, hier machen wir auch mal Schluss bei der etwas, das dunkleres Ende. So, ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst doch gerne ein Like und ein fettes Abo da und bimmelt ordentlich an der Glocke, dass ihr auch keine weiteren Let's Plays mehr verpasst. Und mir bleibt wie immer nicht mehr viel zu sagen, außer Ade und bis bald. Euer Mallred.